Mo. Und Julia. Hatta. Tonne. Eberhard. DJ. Rocky. Nelly. Spy. Nico. Alle sind dabei. Lasst uns in Disneys kurzer Pause. Schulstress. Ich will nach Hause. Pausenchecker. Chaos. Pflicht. Noch mehr Spaß verträgst du nicht. Julia, mach das Fenster zu, so wie es hier zieht. Schadet das noch deinem kleinen Köpfchen. Ja, du hast recht. Schließlich war ich ja gestern erst beim Friseur. Echt nett von dir, so an mich zu denken. Warte mal, es ist doch nicht so kalt. Pass es auf. Hast du eigentlich eine Ahnung, wo dieser widerliche Gestank herkommt? Das riecht schon den ganzen Tag so komisch. Das ist dein Mundgeruch. Oh, das erklärt natürlich einiges. Und ich habe mich schon gewundert, wieso keiner von den Jungs mit mir reden wollte. Was mache ich denn jetzt am besten? Mund halten? Okay, ich versuch's, aber dann versteht mich ja keiner mehr. Außerdem check ich nicht, was das bringen soll. Ich weiß ja, dass du nicht die Intelligenteste bist, aber dass es so schlimm ist. Pass auf, am besten machst du den Mund überhaupt nicht mehr auf. Nicht zum Reden und auch sonst nicht. Du stinkst, als hättest du eine tote Ratte gefrühstückt. Was hast du eigentlich gegessen? Die Knoblauchsardellen von meiner Tante. Großartig, solltest du unbedingt mal probieren. Nicht weitersprechen, wird schlecht. Wie soll ich denn nicht weitersprechen, wenn ich so ein großes Problem habe? Die Lage ist todernst. Weißt du, was es bedeutet, wenn das hübscheste und begehrteste Mädchen der Schule alle Verehrer verliert? Und all ihre Freundinnen? Natürlich hast du keine Ahnung. Du hast ja keine Verehrer. Wenn du noch lange weitersprichst, werde ich nicht mehr lange genug leben, um einen abzubekommen. Katha, du bist meine beste Freundin. Ich vertraue auf dein Taktgefühl. Bitte sprich mit niemandem darüber. Und ich vertraue auf dein Taktgefühl, überhaupt nicht mehr zu sprechen. Boah, so wie es hier stinkt, war Julia gerade hier. Hey Flip, heute hast du die allerbesten Chancen bei Julia. Ich wette, alle deine Rivalen liegen schon längst heulend auf dem Boden. Du meinst, ich soll sie fragen, ob sie mit mir ausgeht? Mann, das musst du schon selbst entscheiden. Ich warne dich nur vor, du setzt deinen Geruchssinn aufs Spiel. Ach Mo, du übertreibst echt. Ich übertreibe? Der Direktor selbst hat doch die Desinfektion sämtlicher Räume angeordnet, in denen Julia heute war. Hey Mo, das ist doch die Gelegenheit. Dann lässt du dich einfach mit desinfizieren, damit dein Dreck nicht anfängt zu leben. Und außerdem sparst du dir damit das Duschen für 2 Monate. Sag mal, geht's noch? Hast du heute einen lustigen? Mal unter uns, Alter. Wenn du wirklich mit Julia ausgehen willst, das wird hammerhart. Für Julia würde ich alles tun. Aber was, wenn sie sich für ihre Knoblauchfahne schämt und deshalb nicht mit mir ausgehen will? Da ist was dran. Sie müsste sich halt irgendwie wohlfühlen, trotz allem. Also, ich denke, wir könnten ja... Flip, denken Sie sich deinen Bereich, okay? Wir haben eine klare Aufgabenteilung. Ah ja, schon gut. Ich hab's, du musst auch Knoblauch essen. Dann fällt dir nicht mehr so auf, wie sie stinkt und sie fühlt sich nicht mehr als Außenseiter. Und du denkst, dass das klappt? Flip, schon mal erlebt, dass bei mir was nicht klappt? Ja, dauernd. Nein, echt, ich kann nicht mehr. Ach, denk an Julia. Komm, schon noch eine. Ich hab aber schon 5. Lass mal riechen. Oh, Mann. Da fallen dir die Fliegen von der Wand. Ernst? Ist es schlimmer als unter deinen Arm? Nimm noch eine. Na gut, ich werde Julia schließlich hier nichts nachstehen. Hey, wir probieren es einfach mal bei dem lebenden Objekt, okay? Hey, Strebi, alles klar? Komm mal rüber. Findet ihr nicht auch, dass hier ein ganz merkwürdiger Geruch in der Luft liegt? Merkwürdig? Absolut tödlich, würde ich sagen. Hopp, hopp, mach schon. Wir haben es hier mit einem gravierenden Fall vom Mundgeruch zu tun, hervorgerufen durch flüchtige Schwefelverbindungen, die ihrerseits durch den Abbau einiger Proteine mittels Bakterien entstehen. Kurzfassung, Strebi, wie rieche ich? Ich assoziiere Mundfäule. Im Übrigen werde ich mich nun verabschieden. Das Verweilen dieser Orts erscheint mir nicht mehr angemessen. Was hat er denn jetzt gesagt? Eine ganze Menge, aber im Grunde bringt er es auf den Punkt. Ja und? Na, da geht noch was. Okay, gut, dass ich dich hab. Ich hätte sonst aufgehört. Hey, Julia, warte mal kurz. Kann ich dich kurz sprechen? Also, wenn ich mich nicht täusche, machst du das gerade. Ich meine, hast du vielleicht 5 Minuten für mich? Geht's auch schneller. Vielleicht auch 3. Ich weiß nicht. Boah, wie das hier stinkt. Das ist ja eklig. Ja, schon gut. Du brauchst dich deswegen nicht schämen. Ich weiß über alles Bescheid. Was meinst du? Na, alle wissen's doch. Wissen was? Also gut, pass auf. Der Knoblauch, die Sardellen. Hat dir denn keiner gesagt, dass du totalen Mundgeruch hast?
Also, du brauchst dich ja deswegen nicht schlecht fühlen. Ich finde das total okay. Ich habe nämlich das gleiche Problem. Ist das nicht romantisch? Also, wenn überhaupt, dann bist du derjenige, der ein Problem hat. Ich habe im Gegensatz zu dir schon längst ein paar super starke Minzbonbons gelutscht. Und das solltest du auch mal probieren. Boah, echt eklig. Julia, wollen wir mal zusammen ausgehen? Tu mir einen Gefallen und nimm dir am besten die ganze Packung. Boah, echt abartig. Könnte ein Nein gewesen sein. Nein, echt, ich kann nicht mehr. Den einen doch, es muss sein. Mensch, wenn ich zu viel davon esse, krieg ich Durchfall. Bei mir helfen die eh nicht. Also ehrlich gesagt weiß ich auch nicht, wo dieser Gestank herkommt. Riechst du mal? Nee, lass mal. Ich frag lieber jemanden, der ein bisschen objektiver ist als du. Hey, das ist Katha, frag sie doch. Hey Katha, wie geht's? Also, bis du mich angesprochen hast, war eigentlich alles okay. Na los, gib mir noch einen. So ist gut, immer schön weitermachen, du schaffst das. Wirst sehen, nach dem ist garantiert besser. Na, wenn du das sagst. Du bist doch ein Streber halt aus. Hey, Strebi, komm mal rüber. Ich hab keinen Mundgeruch mehr. Ehrlich. Komm doch mal her. Philipp, ich befürchte, dein Problem besteht noch trotz modernster technischer Ausstattung. Vielleicht ist es ja die Mischung. Minze und Knoblauch und von beidem zu viel. Möglich. Aber echt abgefahren, oder? Mich wundert nur, warum wirst du eigentlich nicht ohnmächtig? Weiß nicht. Bei der Fliege, da fallen ja die Fahnen von der Wand. Boah, hier stinkt der Bela gerade hier. Dann hört er auf.